Ja, dann auch von meiner Seite herzliches Willkommen zu den achten BHKW-Infotagen. Die achten mittlerweile schon, machen das jetzt seit ein paar Jahren, immer ehrenamtlich ein und dran, hat ja schon Herr Rose berichtet. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin auch schon sehr lange im BHKW-Forum aktiv, genau weiß ich es gerade nicht mehr, 2005 oder so. Demzufolge auch als Gründungsmitglied frisch dabei, als wir vereint wurden. Und auch als energiepolitischer Beirat, wenn wir mal so Texte verfassen fürs Forum, gerade in der Energiepolitik ist ja doch ein spannendes Thema für uns, meistens mit involviert. Nicht nur im BHKW-Forum, sondern auch im Bundesverband, BKWK, bin ich persönliches Mitglied und arbeite da auch in der Projektgruppe KWK in der Bundeswirtschaft mit. Ja, und ansonsten allgemeines Interesse für Energiepolitik, KWK, auch erneuerbare Energien, und da macht man eine ganze Menge ehrenamtlich nebenbei. Muss man mal schauen, dass man es beruflich unter einen Hut bekommt, denn auch beruflich bin ich mittlerweile als World Service Täter auch zum Ruf gekommen und arbeite bei der Firma BHK Systeme in Berlin, eine Vertriebsgesellschaft für Blockheizkraftwerke. Ich habe also die Ehre, jetzt über Grundlagen, Fragen und so weiter zu sprechen. So einen Vortrag hätte ich oft auch für Energieberater und Planer. Muss man sagen, da geht er 8 Stunden. Selbst nach den 8 Stunden sind die Leute natürlich nicht so weit, dass sie jetzt umfänglich alles über BHKWs wissen können. Wir haben jetzt hier eine knappe Stunde, also werden wir nur einen kurzen Abriss geben können zu dem, in welchem Umfeld wir uns bewegen, manche Sachen, die es darauf ankommt. Und ich hoffe, das reicht dann für den Anfang, dass sie sich besser dann zurechtfinden und auch mit den Anbietern draußen in der Ausstellung passende Fragen stellen zu können. Es geht ums Thema Energie. Eigentlich BHKW, Energiethema ist trotzdem sehr groß. Überall wird von Energie gesprochen, von der Energiewende, von verschiedensten Energieformen, Atomenergieausstieg, überlastete Netze, droht ein Blackout, brauchen wir Speichertechnologien, allem drum und dran. Deswegen kommen wir nicht umhin, kurz mal uns das Thema Energie anzuschauen, wie es in Deutschland ausschaut. Da möchte ich ja auf die Energieverbräuche in Deutschland ein bisschen darstellen, dass KWK durchaus ein Schlüsselelement der Energiewende sein kann, aus meiner Sicht sein muss, ohne wird es nicht gehen. Ökologische Aspekte der KWK, Blockheizkraftwerke als dezentrale Lösung, nicht die großen Sachen, ob im Onshore-Wind auf hoher See oder große Solarparksflächen im Süden, und gesetzliche Rahmenbedingungen. Das im ersten Teil. Fangen wir mal an mit dem Thema Energie. Schauen wir uns mal als erstes an den Endenergieverbrauch in Deutschland. Hier haben wir als Quelle die ASUI, ein detailliertes Energieflussbild, und da sehen wir, dass wir in Deutschland einen Endenergieverbrauch von knapp 300 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten haben. Ist jetzt eine Zahl, kann man schlecht greifen, aber es ist viel, 300 Millionen Tonnen. Gucken wir uns mal an, wo das alles herkommt oder wo wir es benötigen. Da mache ich mal Bergbau, verarbeitetes Industrie, sage ich mal Gewerbe. Rund 80 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten. Ich muss jetzt leider ein bisschen damit nerven, aber das müssen wir mal kurz bringen. Verkehr insgesamt, 86 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten. Die einzelnen Farben, was das bedeutet, das gucken wir uns auf der nächsten Folie an. Wir sehen ungefähr so viel, wie die Industrie auch so braucht, haben wir im Verkehrssektor. Dann haben wir die bösen Haushalte, die ja immer so viel mit Energieverbrauch zu tun haben, liegen auch so, Größenordnung 80 Millionen. Also die drei Sachen, die liegen erstmal so auf einer Höhe. Und dann haben wir noch Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, ne? So die kleineren Objekte, die liegen so bei 47 Millionen. Die vier Bereiche zusammen verbrauchen knapp 300 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten Energie. Endenergieverbrauch. Müssen wir uns mal schauen, wie kommt das her? Hier sind wieder unsere Zahlen aufgeschlüsselt und dann gucken wir uns mal das detaillierte Energieflussbild an. Ist jetzt ein bisschen sehr unübersichtlich, aber vielleicht mal zum Verständnis. Hier sind also unsere Verbraucher und hier sind die Sachen, wo es herkommt. Da haben wir zum Beispiel Gase, ne, da kann viel Erdgas dabei sein, was wir natürlich in der Industrie brauchen, aber auch die Haushalte zur Beheizung. Dann haben wir Mineralöle, klarer Fall, stark im Verkehrssektor, logisch, Benzin, Diesel, Kerosin, viel Öl. Und Strom, den roten Part, sieht man halt unterschiedlich, wie stark es benötigt wird. Vorne haben wir das, wo es herkommt. Da sehen wir halt stark, sehr stark Import, Einfuhr. Ne? Einen großen Teil müssen wir einführen, volkswirtschaftlich von außen kaufen. Russisches Gas, Öl halt weltweit, aber auch Kohle wird sehr viel importiert.
ja, mal den Bereich, was alles reingeht und wo es halt in der Kette über Mineralöl, Braunkohle, Steinkohle bei dem Endenergieverbrauch ankommt. Ich muss Sie leider kurz ein bisschen, sag mal, mit den Zahlen quälen, weil jetzt kommt nicht die spannende Frage. Wir hatten vorhin den Endenergieverbrauch von knapp 300 Millionen Tonnen Steinkohle enthalten und hier vorne im Prinzip, wo wir es herbekommen. Sowohl volkswirtschaftlich als auch primärenergetisch, ökologisch ist es natürlich entscheidend, wie ist die Umwandlungskette? Und nun die Frage mal kurz an Sie. Wer ist der größte Verbraucher in Deutschland, wenn Sie hier raufschauen? Meine Meinung. Eine Farbe. Schauen Sie mal auf, hier sind die jetzt ein Verbraucher. Was brauchen wir am meisten in Deutschland? Wo geht die meiste Energie hin in Deutschland? Ein Tipp? Gas und Energie beziehen. Ja. Das hier Mineralöl. Das ist sehr schön, es funktioniert nämlich immer wieder. Also einmal hat es nicht geklappt, aber es funktioniert immer wieder, wenn ich den Vortrag halte. Das ist richtig, Mineralöle ist ein sehr großer Batzen von knapp 100, das muss ich jetzt mal genau gucken, das ist natürlich nicht unscharf, hat den größten Verbrauch, der bei den Kunden ankommt. Aber, ich habe gesagt, alles vorne kommt alles rein und hin geht alles raus. Schauen wir mal, was noch rausgeht. Der dickste Fall von allen ist der Hellgraue. Was verbirgt sich dahinter? Die Kraftwerke verbrauchen 178 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten in Deutschland. Die Kraftwerke sind die größten Energieverbraucher in Deutschland. Schaut man sich das mal an, Verbraucherverluste 130 Millionen. Wir haben einen Einsatz von 458 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten. Also rund 30% sämtlicher Energie in Deutschland wird von den Kraftwerken vernichtet. Ein Drittel der gesamten Energie, 130 Millionen. Wir hatten vorhin Verkehr, liegt so bei 80, 86 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten. Die Kraftwerke verbrauchen anderthalb Mal mehr Energie, als wir für den gesamten Verkehr in Deutschland brauchen. Fehlt Auto, fehlt LKW, jedes Flugzeug, Bahnen und so weiter und so fort. Hier ist also eine Riesenverschwendung, die da auftaucht und wo man sich doch dringend drum kümmern sollte. Und deswegen sind wir stark für den LKW, weil die Kraftwerke verschwenden Energie, weil sie es nicht anders können. Sie stehen irgendwo an der Heide, große Kraftwerke bei der Umwandlung von chemischen Energieträgern, Kohle, Gas, Öl, zu Strom wird halt wärmefrei. Und weil sie halt die Wärme nicht sinnvoll vor Ort nutzen können, haben wir Kühltürme, Flüsse und blasen die Energie einfach weg. Ein Riesenpotenzial, was in Deutschland komplett verschwendet wird und bisher nicht ausreichend gewürdigt wird. Anders sind natürlich Blockheizkraftwerke, kleine Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Kraft und Wärme. Machen nichts anderes als die Kraftwerke, wird gekoppelt erzeugt, aber weil sie kleiner sind, können wir es nutzen. Lokal im Stadtwerk, wo es eine Fernwärme gibt, oder auch Blockheizkraftwerke, kleinere Geräte, wie wir sie draußen haben, wo wir die Wärme vor Ort nutzen. Kraft, natürlich, Kraft, aus Kraft machen wir Strom, da hängt ein Dynamo dran. Wärme, ist schon selbst beschreibend. Und Kopplung halt gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme. Wie gesagt, die Großen machen es auch nicht anders, die können auch die Wärme nicht nutzen. Kleine Einheiten können es besser. Konventionelle Stromerzeugung, da haben wir mal ganz schön die Kraftwerke, um es mal billig zu machen, die beißen einmal vom Apfel ab und schmeißen den Rest weg. Das ist Standtechnik in Deutschland. Einspeisung des Stroms in die Hochspannungsnetze, Abwärme per Kühlturm und Fluss, weg damit. Volkswirtschaftlich, ökologisch absoluter Blödsinn, aber so wird es gemacht. Energieausnutzung des bestehenden Kraftwerksparks, 30%. Rechnen Sie selber nach, schauen Sie sich nach bei AG-Energiebilanzen. Man hört immer 40-50% GUD in Deutschland, also 60% waren. Wie viele GUD-Kraftwerke haben wir in Deutschland? Na, da gibt es so eins hinten in München und das hat schon mal fast die 60% geschafft. Faktisch GUD in Deutschland im Augenblick so gut wie gar nicht vertreten. Und die bestehenden Kraftwerke, klar, in Nennleistungsbetrieben haben die auch mal ihre 40%. Aber sie haben Teillastverhalten, Abfahrverluste und der Eigenstrombedarf der Kraftwerke. Riesenförderstrecken, Braunkohleabbau und so weiter und so fort, der ist auch erheblich. Schauen Sie sich die Zahlen und rechnen Sie nach. Ungefähr 30% haben normale Kraftwerke plus, also der deutsche Kraftwerksmix, Wirkungsgrad. Das ist leider Realität. Schauen wir uns mal die Stromerzeugung mit KWK an. Da hier mit der Apfel so richtig schön ausgeknutscht, sag mal, abgeknabbert. Wir schaffen da um die 90% Energienutzung. Wir erzeugen die Wärme und den Strom lokal vor Ort. Wir brauchen keine Hochspannungsleitungen.
Wir nutzen die Wärme über in Objektnetzen, ob es wie gesagt für das Stadtwerk war, mit Fernwärmeleitung oder halt dezentral mit kleinen Geräten, die im Keller stehen, als Stromerzeugende Heizung. Und Überschüsse speisen wir auch ins lokale Netz ein und nutzen den Strom einfach selber. Was ein sehr wichtiger Aspekt ist, da kommen wir nachher noch drauf zu. Wie gesagt, 90% Energienutzung. Und damit haben wir einen großen Unterschied zu Wolkenmaschinen, weil zu 70% der Energie wird gern Wolken draus gemacht. Wolkenmaschinen sind nicht Kraftwerke, Stromerzeuger, sondern Wolkenmaschinen. Im Vergleich zu effizienten Energienutzung. Oftmals ist doch die Frage, wie wirkt sich das aus? Da sagen wir schon, naja, BHKW, fossiles Erdgas wird drin verbracht. Ist doch nicht zukunftsfähig, ist ja fossil. Und Russengas wollen wir nicht haben. Und allem drum und dran, wir müssen andere Sachen machen. Wir müssen mehr Erneuerbare machen, wir müssen mehr dämmen und so weiter und so fort. Richtig, wir müssen sicherlich mehr Energie einsparen, effizienter sein und auch Erneuerbare zum Beispiel nutzen. Ich bin nicht gegen Erneuerbare, aber zu einer Größenordnung, wie viel kann man KWK leisten, wird das sehr stark unterschätzt. Und deswegen habe ich mal ein Prinzipschaubild gezeichnet. Prinzipschaubild sage ich jetzt schon mal ganz groß, keine Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit. Ich habe hier ENEF-Zahlen genommen von 2009 und 2007 und sicherlich gibt es da kleine Abweichungen in die eine oder andere Richtung. Da kann man jetzt im Detail drüber streiten. Ich möchte hiermit eine Tendenz aufzeigen, haben wir verschiedene Energieerzeugungsoptionen gegenübergestellt. Wir haben hier so ein lustiges Häuschen, was 100% Energie braucht. Ja, kann ein kleines Haus sein, kann ein großes Haus sein, aber 100% braucht Energie. Ich spreche mal von 100 Einheiten. In diesem Fall idealtypisch 66 Einheiten Wärme, die benötigt werden, und 34 Einheiten Strom, die benötigt werden. Und die müssen wir jetzt decken. Und jetzt mal in 5 verschiedenen Szenarien gezeigt, wie wir es machen. Einmal konventionell, sage ich mal, Gaskessel, das ist das meist verbreiteste Heizungssystem, was wir haben in Deutschland. Und der Strom kommt aus dem Netz. Da sehen wir halt, hier haben wir so Kesselverluste, hier haben wir Übertragungsverluste, so Raffinerie oder und so weiter und so fort, Verdichtung. Müssen wir 81 Gas hineinstecken, damit wir unsere 66 Einheiten Wärme bekommen. Dieses Objekt brauchen wir noch Strom, 34 Einheiten. Die kommen aus dem Netz, hier haben wir so die Verteilverluste. Wir haben auch erneuerbaren Strom drin, der Balken ist mittlerweile schon etwas dicker, wie gesagt, sind ältere Zahlen. Aber der Strom kommt aus dem Kraftwerk. Der Kraftwerk hat, wie gesagt, größtenteils Verluste, macht Wolken. Und vorne müssen wir 109 Einheiten reinschieben, damit wir 34 Einheiten Strom bekommen. In Summe müssen wir 190 Primärenergieeinheiten reinstecken. Also 190 Einheiten müssen wir Energie reinstecken, damit 100 in dem Objekt ankommen. Gleiches Prinzip, Gaskessel plus Solarthermie. Das ist sicherlich schon mal besser. Klar, regenerative Energie muss man nicht erzeugen, die gibt es bis jetzt zumindest noch umsonst. Wieder 66 Einheiten Wärme, 34 Einheiten Strom. Sehen wir, hier kommt solare Wärme. Ist hier in diesem Fall sogar heizungsunterstützt, also mit einem größeren Anteil solarer Wärme. Brauchen wir müssen 68 Einheiten Gas, die wir von irgendwo beziehen müssen, die wir reinschieben. Beim Strom ändert sich nichts. Insgesamt doch schon über 10, 13 Einheiten gespart. Dadurch, dass wir Solarthermie verwenden, haben wir schon gespart. Ne? Gucken wir uns mal Holzpellets an. Holzpellets, natürlich ein sehr regenerativer Rohstoff. Holz wächst natürlich, bindet CO2. Später erzeugt es wieder welches, in Summe ist es neutral. Pellets müssen natürlich aber aufgearbeitet werden, müssen transportiert werden, müssen gepresst werden. Deswegen brauchen wir dafür auch noch so ein bisschen Energie, um die so weit aufzuarbeiten, dass es in Pellets werden. Brauchen wir bloß noch 13 Einheiten für die Wärme, damit 66 Einheiten Wärme rauskommen. Also 13 Einheiten Energie, die wir reinstecken, damit 66 Einheiten Wärme rauskommen. Strom haben wir noch im gleichen Fall. In Summe 122 Einheiten, die wir reinschieben müssen, damit unser Haus 100 Einheiten bekommt. Wärmepumpe, stark beworben vor einigen Jahren. Jetzt lässt es langsam steigende Strompreise wieder etwas nach. Hier ein Beispiel mit einer elektrischen Wärmepumpe. Sehr schön, sie macht aus einer Einheit Energie, macht sie 3,5 Einheiten Wärme. Das ist so eine halbwegs realistische Größenordnung. Lassen Sie sich nicht blenden in welcher 5 oder 6 Faktor versprechen. Da sehen wir, einen großen Teil der Wärme ist Umweltwärme, so auch in der Fernsehwärme gerne beworben. Ne? Aber der Rest ist Strom, der natürlich immer noch schmutzig erzeugt wird, müssen wir trotzdem 68 Einheiten Energie vorne reinstecken, um 66 Einheiten Wärme zu bekommen.
Und beim Strom ist es wie gehabt. In Summe gar nicht, primär energetisch betrachtet, gar nicht viel besser als ein Gaskessel und ein Gaskessel mit Solar. Leider traurig, aber war. So, und jetzt kommen wir zum BRKW. Wie gesagt, Prinzipschaubild, Richtigkeit, Vollständigkeit, leichte Abweichung. Idealtypisch macht das 66 Wärme, 34 Strom. Ein gutes Motor-BRKW kann das in etwa bringen, von Verhältnis her. Die Wärme wird im Objekt genutzt, der Strom wird im Objekt genutzt. In diesem idealtypischen Fall, wo wir nicht einspeisen oder Zusatz beziehen, in Jahressumme kann es aber durchaus real sein, müssen wir bloß noch 117 Einheiten investieren. Und im Vergleich zu anderen Systemen stehen wir damit sehr gut da. Zur Erklärung, ich habe angefangen, hier vorne zu zeichnen und bin dann die Wirkungsgradkette rückwärts gewandert. Ich wusste, dass BRKW gut aussieht. Es war nicht Ziel, dass es am besten aussieht. Ich will hier bloß die Größenordnung zeigen. Selbst wenn wir hier 10 oder 20% schlechter werden, ist, glaube ich, eindeutig, wie sinnvoll BRKW sein kann. Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden mit diesem Prinzipschaubild. Und hilft es zu verstehen, wie halt Strom und Wärme, die gekoppelte Erzeugung, im Prinzip interagieren. Zum Glück gibt es auch schlaue Menschen, die das vielleicht wissenschaftlich begleiten können. Da gab es eine Studie vom Öko-Institut Darmstadt, das ist eigentlich relativ renommiert. Die haben damals 2007 für das Bundesumweltministerium mal Stromerzeugungsoptionen untersucht. Damals ging es gar nicht um BRKW oder Solar, sondern da ging es eigentlich darum, zu zeigen, dass Atomstrom nicht CO2-frei ist. 2007 Gabriel, Umweltminister, ne, Diskussion, Atomlaufzeitverlängerung oder Verkürzung. Also beauftragt man eine Studie, bitte untersucht doch mal, wie CO2-frei ist Atomstrom und packt es mal drumherum im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsoptionen. Man sieht, Ziel erreicht, Kernkraft ist nicht CO2-frei, sondern produziert halt auch eine Menge CO2 in der Aufarbeitung, Transport, Kraftwerk wieder abreißen irgendwann und so weiter und so fort. Nebenbei wird nochmal die anderen Optionen mit betrachtet, zum Beispiel Braunkohle, naja, allgemein bekannt, sehr schmutzig und über ein Kilo CO2 pro Kilowattstunde, eine Kilowattstunde, über ein Kilo CO2. Erdgaskraftwerk natürlich relativ sauber. 400 Gramm Erdgas ist schon der sauberste fossile Energieträger, den wir haben. Und nebenbei wurde auch Blockheizkraftwerk untersucht und siehe da, 940 Gramm CO2, nur 940 Gramm. Schauen wir mal, hier die PV damals, ich weiß nicht, wie die aktuellen Werte sind. Einerseits natürlich sind die Herstellungstechniken effizienter geworden, andererseits kommt jetzt sehr viel aus China, da ist mir der Strommix jetzt am Auto nicht bekannt. Blockheizkraftwerk liegt im Bereich. Sagen wir, wie manche andere regenerative, wie Solar, Wasserkraft, Windkraft ist sehr sauber, aber wir liegen im Bereich wie manche erneuerbare, regenerative Energieerzeuger. Das ist eine sehr saubere Technologie, obwohl wir das böse fossile Erdgas aus Russland verbrennen. Das ist eine sehr saubere Sache, die da rausgekommen ist, ein sehr positiver Nebeneffekt der Studie, weil es zeigt, wie ökologisch BRKW ist. Da gibt es noch eine andere Untersuchung vom FFE. Und die zeigt sogar, dass eigentlich BRKW noch sauberer ist. Da wurde untersucht, wann läuft ein Blockheizkraftwerk zum Restmix. Restmix liegen ja also bei 500 Gramm CO2 ungefähr, Strom aus dem Netz. Aber wenn BRKW läuft, haben wir sehr, sehr viel Kohlestrom drin. BRKW substituiert zu über 80% Kohlestrom. Eigentlich sind wir sogar noch besser, weil wir verdrängen über 800 Gramm. Also wir setzen 200 Gramm CO2 Erdgas ein und verdrängen 800 Gramm. Und damit sind wir wirklich eine sehr, sehr ökologische Form der Strom. Aus Blockheizkraftwerken. Vielleicht kurz zusammengefasst, nochmal kurz, die nachhaltige Umweltfreundlichkeit der Blockheizkraftwerke ist, wir steigern die Energieeffizienz deutlich. Ein Drittel der gesamten Energie in Deutschland wird per Kühlturm oder Flusswasser weggekühlt. Ein BRKW ist deutlich effizienter. Wir steigern also die Energieeffizienz, weil wir die Wärme auch nutzen, also doppelt nutzen. Reduzierung der Energiekosten, das werden wir uns nachher noch kurz in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anschauen. Durch die Eigenerzeugung von Strom und Wärme, Minderung der CO2-Emissionen, klar, durch Reduzierung der Umwandlungs- und Übertragungsverluste, wir nutzen die Wärme, wir müssen auch nicht so viel in die Netze schieben, sind deutlich ökologischer. Verbesserung der Gebäudeenergiebilanz, vielleicht, falls jemand aus der Bundeswirtschaft hier ist, Energieausweise werden mit BRKW sehr grün, obwohl das Objekt traurigerweise vielleicht nicht wirklich weniger Energie verbraucht. Energieerzeugung unabhängig von Sonne und Wind ist vielleicht auch ein Thema. Wie gesagt, bin nicht gegen erneuerbare Energien überhaupt nicht, setze mich auch stark dafür ein. Wir haben aber noch mit der fluktuierenden Erzeugung durchaus ein Problem. BRKW könnte hervorragend diese Fluktuation ausgleichen, weil wir unabhängig sind von Sonne und Wind.
Ist kombinierbar mit regenerativen Energieträgern, sowohl im Stromnetz, wenn es clever gemacht wird, und wir minimieren auch die Netzlasten. Das Schöne ist, es gibt hier verschiedenste Leistungsklassen. Blockheizkraftwerke hier im großen Bereich, dann über bei einigen MW, großes Jenbacher-Gerät, ist auch ein Blockheizkraftwerk. Hier schon weit über 40% Wirkungsgrad, um die 48% liegen wir hier, elektrischen Wirkungsgrad. Oder wir haben auch mal hier eine Siemens-Turbine, dann liegen wir im dreistelligen Megawatt-Bereich. Das ist wahrscheinlich nichts für einen Hausgebrauch, auch für so ein Stadtwerk mit einem Fernwärmenetz kann das noch gut passen. Schwerpunkte für den kleinen Leistungsbereich, klein ist auch relativ, haben wir hier ein Aggregat mit, müssen wir genau schauen, könnte so ein kleiner KW sein. 300 KW, die hauptsächlich in industriellen Prozessen oder größeren Gewerben zu Einsatz kommen könnten. Kleineres Gerät mit 20 KW oder 15 KW in der Größenordnung ist so für die kleineren Gewerbe, wo das Sinn macht. Oder auch ganz kleine Geräte hier, ein Gerät mit 4,7 KW elektrischer Leistung. Kurzum, es gibt mittlerweile in sämtlichen Leistungsklassen, gibt es heutzutage passende BRKWs für die passende Anwendung. Es ist immer wichtig, dass das BRKW, die BRKW-Größe zu der jeweiligen Anwendung passt. Es gibt auch verschiedene Technologien. Da draußen können Sie mich schon eine Reihe bewundern, sage ich mal. Es gibt OLC-Anlagen, womit man Kraft-Wärme-Kopplung machen möchte. Es gibt Anwendungen Linearmotoren, da drüben den Lion zu stehen zum Beispiel. Brennstoffzellen gibt es mittlerweile erste, die man auch käuflich erwerben kann. Die Kosten sind noch sehr hoch. Brennstoffzelle wird sehr viel versprochen. Mal schauen, wie die Entwicklung ist. Bisher sehr teuer, nur mit Förderung, mit hoher Förderung machbar. Prinzipiell ist es eine Halbwert der Technologie und vielleicht wird es dann doch nochmal was mit der Brennstoffzelle, dass sie auch im Massenmarkt eintaucht. Da lassen wir uns mal überraschen. Turbine wurde schon genannt oder auch Stirling-Motor mal draußen mit dem Vispa-Gen oder auch Remea, Zentex, Stirling und so weiter. Verschiedene Anbieter, die es nutzen. Schwerpunkt in der Breite des Marktes hat man halt bewährte Verbrennungsmotoren, meistens von führenden Herstellern. Im kleineren Leistungsbereich Toyota, Volkswagen, verschiedene Anbieter stark vertreten. Im größeren Leistungsbereich MAN, Lipia, MTU, MBM, größere Aggregate, also mit ein paar 100 kW. Oder im kleineren Leistungsbereich das kleine EcoPower 1.0, zum Beispiel mit einem Honda-Motor. Aber auch die neue Generation, die in 4.7er verbaut worden sind, die haben jetzt eine größere Zuverlässigkeit. Oder auch allgemein, sagen wir mal, Kubota-Motoren und so weiter und so fort. Also es gibt da verschiedene namhafte Motorenhersteller, die mittlerweile BRKW-Anbieter beliefern und deren Motoren verwendet werden. Und das Ganze gibt es natürlich auch für verschiedene Brennstoffe. Es gibt BRKWs Heizöl, Holzgas wird sehr stark nachgefragt, muss man sagen, wirklich industriereife Produkte, die man kaufen kann, die man dem Kunden gut empfehlen könnte. Es ist noch viel was zu leihen und eigentlich derjenige, der eine Holzgasanlage betreibt, der kennt seine Anlage sehr gut und der muss sie auch gut kennen, weil es ist halt ein bisschen problematischer Brennstoff. Pellets, da gab es einen Anbieter, der ist dann erstmal insolvent gegangen. Ökofan in Österreich arbeitet dran an Pellet-BRKW. Windgas, Synthesegas, ist vielleicht ein größeres Thema jetzt. Wir fangen an, jetzt Windstrom schon zu synthetisieren, methanisieren. Weil Erdgasnetz kann besser speichern als Stromnetz. Ja gut, kann man natürlich auch nutzen. Ne? Alles, was wie Gas riecht, sage ich mal, oder naja, Gas riecht vielleicht nicht, aber wie Erdgas zu handhaben ist, kann man natürlich auch für Blockheizkraftwerkanwendungen nutzen. Bioethanol gibt es durchaus Hersteller, die auch sowas schon anbieten. Biogas, Biomethan, logisch, die großen Landwirtschaften, wo wir es überall haben, gibt es natürlich auch Blockheizkraftwerke, die die verarbeiten. Absoluter Schwerpunkt liegt sicherlich in den meisten Anwendungsfällen bei Erdgas. Erdgas ist sehr preiswert im Augenblick auf dem Markt. Da gibt es die größte Motorenpalette, die dafür nutzbar ist und ist auch am wartungsfreundlichsten. Ja, die anderen Sachen, keine Frage, gibt alles mehr oder weniger funktionierende Sachen. Heizung gibt es auch eine Menge, die funktionieren. Heizung ist sehr teuer im Augenblick, ist halt Stand der Technik. Erdgas, Blockheizkraftwerke, die da besonders wirtschaftlich zu betreiben sind. Entschuldigung. Jetzt wird man oft gefragt nach Technologien im Detail, wie sie funktionieren und Vor- und Nachteile. Dann bringe ich mal die Grafik Blackbox BRKW. Eigentlich hat es Sie nicht so doll zu interessieren. Wenn man ins Detail gehen möchte, kann man es tun. Das können wir aber im Rahmen so einer Veranstaltung sicherlich nicht leisten. Was Sie als Kunden oder Interessenten interessiert, ist im Prinzip, was geht an Brennstoff rein, wie viel Strom und wie viel Wärme macht es. Und welche Verluste habe ich?
Strom- und Wärmeangaben, die sind so Zirkelangaben. Große BRKWs haben hier bessere Wirkungsgrade. Kleinere oder Stirling-BRKWs, die haben geringere Wirkungsgrade. Aber das sind im Prinzip die Zahlen, die Sie interessieren, wenn Sie eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen möchten, wenn Sie die Dimensionierung von der Anlage machen möchten. Und die Technologie, die in der Blackbox drin steckt, die können wir jetzt an dieser Stelle mal weglassen, weil sonst kommen wir nicht weit. Ne? So, und dann haben wir gesetzliche Grundlagen. Also erstens, die Bundesregierung, auch die aktuelle, hat sich klar dafür bekannt, KWK auszubauen, Kraft-Wärme-Kopplung. Sie möchten 25% bis 2020 erhalten. Das ist mittlerweile relativ ambitioniert, weil wir haben 2013, wir liegen bei 13% und die letzten Jahre haben wir nicht wirklich viel geschafft, also nicht viel zugelegt. Das Bekenntnis steht jetzt auch erstmal schon im Gesetz so drin, Sie möchten es bis 2020 schaffen. Das ist erstmal gut. Der Gesetzgeber kennt sich dazu. Grundsätzlich haben wir dafür zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, das ist die Novelle dieses Jahr in Kraft getreten, Novelle 2012 mit einer Verbesserung, mit einer erhöhten Vergütung und ja, einigen Änderungen, gerade in den größeren Leistungsklassen. Oder man kann auch eine Anlage betreiben nach EEG, also Erneuerbare Energiegesetz, da ist auch dieses Jahr eine Novelle in Kraft getreten. Das sind also alles Anlagen, die mit biogenen Brennstoffen betrieben werden, also Biogas, andere Formen der Biomasse, vielleicht Rapsöl und so eine Sache. Ne? Grundsätzlich diese beiden Möglichkeiten, wie man eine Anlage betreiben kann. Positiv, es gibt eine Anschluss-, Abnahme- und Vergütungspflicht. Das heißt, ich darf eine Anlage installieren, also gegenüber dem Netzbetreiber, jetzt den Stromnetzbetreiber. Ich darf sie installieren, er muss sie mir anschließen. Natürlich muss ich die entsprechende Norm einhalten. Er muss mir vorrangig den Strom abliefern. Also er kann nicht sagen, ein Kraftwerk, das ist jetzt gerade im Gasbereich, schaltet jetzt eine Anlage ab, fällt aus. Nein, er muss vorrangig meinen Strom nutzen. Und die Regel, also wie es vergütet wird, ist auch klar geregelt im Gesetz. Ne? Sowohl nach EEG als auch nach KWK-Gesetz, mein Strom, den ich einspeise, bekomme ich auch vergütet. Und die Förderinstrumente sind halt umlagefinanzierte Systeme. Streng genommen ist es keine Subvention, sondern wir alle als Stromkunden zahlen halt EEG-Umlage, wir zahlen KWK-Umlage. Das kommt also in einen großen Topf und wird an die Anlagenbetreiber dann ausgeschüttet. Im strengen Sinne keine Subvention. Gefühlt ist es auch trotzdem ein umlagefinanziertes System. Halt, ne? So viel zum ersten Teil. Wenn ich jetzt auf den zweiten Teil komme, der Mehrwert, den wir haben mit Blockheizkraftwerken. Als erstes würde ich eingehen auf die Wirtschaftlichkeit. Denn BRKW ist auch ein wichtiger Part als Erfüllungsgehilfe gesetzlicher Anforderungen, wie Energieeinsparverordnung oder auch E-Wärmegesetz. Wird häufig unterschätzt. Da kann ein Blockheizkraftwerk sehr, sehr viel machen, wo vielleicht die Wirtschaftlichkeit der Anlage an sich nicht in den Vordergrund steht, sondern mir einen Mehrwert durch die Erfüllung dieser Maßnahmen bringt, der höher anzusiedeln ist. Ne? Vielleicht mal kurz darauf eingehen. Und dann noch auf Fördermöglichkeiten, die wir haben. Aspekte einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Als erstes, grundsätzlich haben wir eigentlich immer so das Thema, als erstes haben wir kapitalgebundene Kosten. Ne? Die Anlage muss gekauft werden, muss bezahlt werden. Entweder ich brauche dafür einen Kredit, muss den Kapitaldienst bedienen oder ich muss halt auf meine Reserven zurückgreifen und kann die halt nicht andersweitig anlegen. Ne? Kapitalgebundene Kosten, klarer Fall. Für das Blockheizkraftwerk, die sind nicht ohne, ist deutlich teurer als ein Heizkessel. Für die Peripherie muss man auch sagen, ist auch deutlich aufwendiger. Im Kleinleistungsbereich hält sich das noch an Grenzen, im größeren wird das doch etwas heftiger. Elektroeinbindung, gerade bei Anlagen über 100 kW, wird die dann doch schon ein bisschen aufwendiger durch Höhewahrung von der Netzbetreiber. Und Planungs- und Genehmigungskosten. Im Kleinleistungsbereich sind die nicht viel anders wie in einer normalen Heizungsanlage. Im großen Bereich, wo wir vielleicht ins Emissionsschutzgesetz oder so reinkommen, da fallen doch schon erhebliche Planungs- und Genehmigungskosten an. Dann haben wir Verbrauchs- und betriebsgebundene Kosten. Das ist eigentlich das, was viele doch sehr doll interessiert. Kann ich nachhaltig meine Energiekosten senken? Kann ich die Wärme günstiger erzeugen, Strom günstiger erzeugen? Als Kosten haben wir da halt Brennstoff. Klar, zum Beispiel Erdgas, sagte ich ja, ist im Augenblick eine der favorisierten Varianten, weil es halt besonders günstig ist. Wartung und Instandhaltung. BRKW ist keine normale Heizung. Ne? Das ist nicht so ein oller Gaskessel, vielleicht so ein atmosphärischer, den man einstellt und der mit seiner kleinen Flamme da 20 Jahre vor sich hin brutzelt. Wir haben hier eine Mechanik. Das sind Motoren, das sind Explosionsmotoren. Das ist keine kontinuierlich verbrennende Wartung und Instandhaltung von einem Blockheizkraftwerk. Ist deutlich aufwendiger als von einem normalen Heizkessel. Das muss man ganz
deutlich zu sagen. Und dann halt Nebenkosten, naja, leiste ich mir vielleicht eine größere Anlage in der Wohnungswirtschaft, verkaufe ich den Strom an meine Mieter, habe ich erhöhte Abrechnungskosten oder wie auch immer, die werden gegebenenfalls auch zu berücksichtigen, im Kleinleistungsbereich wahrscheinlich nicht so dramatisch. Und das ist der große Unterschied, wir haben Erlöse. Im Gegensatz zu anderen Wärmeerzeugern besteht durch Einsatz eines Blockheizkraftwerks auch die Möglichkeit, Erlöse zu erzielen. Warum? Weil ich den Strom erzeuge und den Strom halt günstiger erzeuge, als ich ihn aus dem Netz kaufen kann. Oder bei EEG zum Beispiel Strom einspeise und dann eine entsprechende, eine ordentliche Vergütung bekomme. Gucken wir uns mal die einzelnen Sachen an. Da müssen wir erstmal grundsätzlich gehen, wie will ich es vergleichen? Das ist ein Punkt, das fällt vielen Leuten schwer, insbesondere auch Energieberatern und Planern. Die sind es gewohnt, halt einen Wärmebereich zu betrachten. Ne? Wie viel Wärme wird benötigt? Was sind das für Kosten? Wie kann ich das mit anderen Systemen vergleichen? Wie kann ich Erzeugung aus einem Pelletkessel mit einer höheren Investition mit einem Erdgaskessel vergleichen? Und so weiter und so fort. Da haben die Erfahrung drin. Stromseitig betrachtet es eigentlich nie jemand. Damit ist dann ein starkes Wärmedenken. Deswegen müssen wir uns erstmal auf ein System einigen. Wie kann ich ein BRKW vergleichbar machen mit anderen Systemen? Und das wird halt gängigerweise gemacht, indem ich es vergleiche mit dem Erdgaskessel. Erdgaskessel, warum? Weil es halt mit großem Abstand das weit verbreiteste Wärmeerzeugungssystem in Deutschland. Und deswegen gucken und machen wir es so, dass wir. Moment, warum ist das? Genau, also die Betrachtung der Wärmeseite reicht eben nicht aus. Wir müssen auch die Stromseite vergleichen. Die anderen haben nur Wärme, die haben auch Strom. Und deswegen vergleichen wir das so, dass wir sagen, die Wärme, die aus dem BRKW erzeugt wird, die wird genauso betrachtet, als ob es aus dem Erdgaskessel kommt. Und sämtliche Mehrkosten, die wir zum Beispiel durch Wartung und so weiter haben, die werden der Stromseite zugeschrieben, aber auch sämtliche Erlöse. So hat man den Maßstab, Wärme ist neutral zum Gaskessel und der Rest ist halt Erlös. Und unterm Strich rechnet sich BRKW oder nicht. Also es ist ein Verfahren, was gängig ist, mit anderen Möglichkeiten, die Sachen zu vergleichen. Ist aber sehr günstig. Ne? Da haben wir als erstes die kapitalgebundenen Kosten. Wie gesagt, sehr teuer. Hoher Investitionsbedarf im Vergleich zu einfachen Kesseln. Die liegen bei kleinen Anlagen einige tausend Euro pro KW. Ne? So 4000 Euro KW bei 10 KW Anlage ist schon ein halbwegs realistischer Wert, vielleicht auch ein bisschen günstiger. Die kleinen Stirling-Geräte, ne, da liegen wir schon deutlich über 4000 Euro pro KW elektrisch. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Man muss ja die Gesamtkostenrechnung gucken, wie es passt. Große Anlagen, na, da macht es schon richtig Spaß. 400 Euro pro KW elektrisch, das kann man schon deutlich besser verdauen. Und Nebenkosten haben wir, sind sehr, sehr, sehr hohen Anteil. Hier mal ein Vergleich der, von der ASUE für den 225 KW elektrisch. Aggregat, hier sehen wir, BRKW, ja, gut, so 59%. Bei den großen Planung, unvorhergesehenes Einbindung und so weiter, sieht das schon ein bisschen anders aus. Bei Großanlagen, bei Kleinanlagen wird halt das Modul doch schon einen großen Anteil haben. Und hier ist auch eine Grafik, auch von der ASUE, von der Umfrage. Da sieht man ungefähr die Entwicklung der Investitionskosten zur elektrischen Leistung. Im kleineren Leistungsbereich haben wir hier noch die Grafik, wie es da aussieht. Betriebsgebundene Kosten. Wichtig, jede Kilowattstunde Strom benötigt mindestens, warum mindestens, also ein klein bisschen mehr, wir haben auch Verluste, eine Kilowattstunde Brennstoff. Lassen Sie sich nichts anderes erzählen, manche vergessen das ganz gerne, zu erwähnen, wir brauchen mehr Brennstoff, wenn wir auch Strom erzeugen möchten. Klarer Fall, wir brauchen mehr Brennstoff. Sagen wir mal, wir liegen knapp drüber, also liegen bei mindestens eine Kilowattstunde, sehen wir halt Erdgas vielleicht 5 Cent, Heizöl 7,4 Cent, dann 74 Cent im Liter, das ist schon sehr optimistisch, ist hier eigentlich netto auch gerechnet, aber selbst dann wird es mittlerweile optimistisch, weil Heizöl noch ein bisschen teurer wird. Flüssiggas ist sehr stark variiert regional, da muss man gucken, wo man in Deutschland ist, was es kostet, liegt so ein bisschen günstiger als Heizöl typischerweise. Bio-Erdgas 8 Cent, das klingt jetzt relativ günstig, wenn Sie mal so ins Netz gucken. Werden Sie so im Vergleichsportal 100% Bio-Erdgas meistens nicht finden, aber direkt bei Anbietern, die sowas anbieten, kann man so in der Größenordnung vielleicht auch Bio-Erdgas bekommen. Das sind Brennstoffkosten, also eine Kilowattstunde Strom, die ich mit dem jeweiligen Brennstoff erzeugen möchte, wird mich zumindest diesen Brennstoff kosten. Ne? Eine Kilowattstunde Strom mit einem Erdgas-BRKW wird mich mindestens 5 Cent kosten, weil ich mehr Brennstoff brauche.
Wie gesagt, Wartung ist sehr wichtig und ist nicht günstig. Das sind komplexe mechanische Anlagen. Für den Erdgas-BHKW-Vollwartungsvertrag muss man ungefähr so 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde elektrisch rechnen. Ungefähr 3 bis 4 Cent. Hier ist Vollwartung gemeint, das ist wirklich, ich sag mal, ein halbwegs sorgloses Paket über 10 Jahre, wo alles da drin ist. Also Wartung, Service, aber auch Instandhaltung, Material. Muss man mal schauen auf die einzelnen Wartungsverträge der Anbieter. Typischerweise 3 bis 4 Cent braucht man für eine Kilowattstunde Strom aus der Wartung. Bei Heizöl liegen wir schon meistens so schon bei 5 Cent. Heizöl hat kürzere Wartungsintervalle, sind schon ein bisschen wartungsaufwendiger, sind halt teurer. Also wir haben nicht nur teureren Sprit, sondern wir haben auch schon eine höhere Wartung. Große Anlagen, wenn wir uns da in mehreren, also mal so 300 kW-Bereich oder so bewegen, dann liegen wir so bei 1,4, 1,6, 1,2 Cent die Kilowattstunde im Vollwartungsvertrag. Da sieht man schon klar, große Anlagen haben es immer ein bisschen einfacher, dass man da deutlich günstiger wird. Also wenn wir jetzt erst Brennstoff, haben wir Wartung. Und wir haben Erlöse. Erster Erlös ist die Energiesteuererstattung. Energiesteuer auf Erdgas liegt bei 0,55 Cent. Also ungefähr 10% des Gaspreises haben Sie schon an Steuern bezahlt. Als BHKW-Betreiber bekommt man diese erstattet. Also Sie wenden sich als Hauptzollamt, sagen, was Sie im BHKW verbrannt haben und Sie können die erstattet bekommen. Oder Sie bekommen die erstattet. Erdgas 0,55 Cent die Kilowattstunde, Heizöl 6,15 Cent die Kilowattstunde. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber manche, also viele betrachten das auch gar nicht. Dieses BHKW erzeugt nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Damit wird die Wärme, wenn ich die Energiesteuer erstattet bekomme, günstiger als aus dem Erdgaskessel. Wir haben vorhin gesagt, sämtliche Mehrausgaben und sämtliche Erlöse dem Strom zuschreiben. Nehmen wir mal ein BHKW mit ein Drittel Leistung, also ein Drittel elektrischer und zwei Drittel thermischer Leistung, habe ich also dreimal Erdgassteuer erstattet bekommen, obwohl ich nur einmal Strom erzeugt habe. Also, wenn ich das auf die Kilowattstunde elektrisch umrechne, muss ich diesen Vorteil dreimal dem BHKW zuschreiben. Also habe ich einen Erlös von ungefähr 1,65 Cent pro Kilowattstunde elektrisch, was ich als Erlös habe. Energiesteuererstattung. Energiesteuer übrigens auch für Erdgas, aber also auch andere Brennstoffe. Ne? Achtung, Energiesteuererstattung haben wir jetzt zum Glück Rechtssicherheit gerade seit ein paar Tagen oder 9. November oder so war das gewesen, Oktober. Die wurde zwischendurch vom Finanzministerium ausgesetzt. Ne? Da waren die ein bisschen langsam, musste von Brüssel genehmigt werden. Die Wiedereinführung steht kurz bevor, also die entsprechenden Schreiben werden gerade getippt und verfasst und gehen an die Zollämter raus. Allerdings volle Entlastung nur noch innerhalb des Abschreibungszeitraums. Abschreibungszeitraum BHKW sind 10 Jahre, dann bekommen Sie sie voll erstattet, danach nur noch zum Teil. Man muss aber sagen, zum Großteil der Mindeststeuerbetrag, der danach oben wird, der liegt ungefähr bei 1 Cent. Und was müsste man jetzt mal in Detail nachschauen? Also auch nach Abschreibungszeitraum ist es sicherlich ein wichtiger Punkt, die Energiesteuererstattung. Dann haben wir weitere Erlöse, gucken wir uns die mal nach KWK-Gesetz an. Erstens bekommen Sie für jede erzeugte Kilowattstunde Strom, also nicht nur die, die Sie einspeisen, sondern auch die, die Sie selber nutzen, 5,4 Cent pro Kilowattstunde für 10 Jahre. Also die ersten 10 Jahre bekommen Sie 5,41 Cent pro Kilowattstunde. Neu ist wahlweise auch für 30.000 Benutzungsstunden für Anlagen kleiner 50 kW, hat im normalen Leben keine Bedeutung. Nur für ein, zwei Anbieter, die ja besondere Betreibungsmodelle fahren, für die Normalbetreiber, sind die 10 Jahre der spannende Faktor. 10 Jahre, 5,41 Cent für jede Kilowattstunde erzeugten Strom. Für Anlagen größer 50 kW gibt es unterschiedliche Leistungssätze. Für die ersten 50, diese 5,41 Cent, zwischen 50 und 250, 4 Cent, darüber hinaus 2,4 Cent für 30.000 Vollbenutzungsstunden. Also es wird im Prinzip runtergerechnet, wie viele Stunden werden das Ding auf Nennleistung gelaufen. Für die ersten 30.000 Stunden bekommen Sie dann diesen Betrag, der sich zusammenrechnet, kumuliert zusammenrechnet, hier mal ein Beispiel einer 350 kW-Anlage gezeigt. Ne? Also anteilig, die ersten 50 kW bekommen das, die nächsten das und so weiter und so fort, wurde anteilig 3,744 Cent die Kilowattstunde für ein großes Gerät machen. Nur damit Sie wissen, weil Sie vielleicht doch in größeren Anlagen mal vertreten ist, wenn man sich die richtige Fördergebühr ausrechnet. Ein zweiter wichtiger Punkt, KWK-Zuschlag. Dann ist noch im KWK-Gesetz geregelt, wenn Sie Strom einspeisen, muss der vermietet werden von Ihren Netzbetreibern.
zum üblichen Preis steht im Gesetz drin. Der übliche Preis wurde definiert, okay, Durchschnittspreis, der an der Strombörse EEX halt gehandelt wird. Ne? Der liegt ungefähr bei 5 Cent, aktuell immer drunter, tendenziell zukünftig ist nicht mit großen Preissteigerungen zu rechnen. Wir haben einen größeren Anteil Erneuerbaren, die billigst anbieten auf der Börse. Es ist nicht damit zu rechnen, dass wir wirklich sehr doll da drin steigen. Vielleicht tendenziell sogar fallen oder die Preise geringer werden. Das bekomme ich, wenn ich einspeise pro Kilowattstunde elektrisch. Und dennoch vermindes Netznutzungsentgelt. So wie Sie als Kunde Netznutzungsentgelt zahlen, sagen wir als Haushaltskunde liegen Sie da auf Größenordnung 7, 8 Cent die Kilowattstunde. Bekommen Sie auch, wenn Sie was einspeisen, eine Vergütung, weil Sie entlasten ja das lokale Netz. Leider werden andere Netze verzogen, dann bekommen Sie nur, naja, fast nichts bis vielleicht 2 Cent. Das ist ein bisschen traurig für uns, immer ein großes Thema in BRKW-Kreisen oder bei Idealisten, ob das gerecht ist, wie es so gemacht wird, ist aber Stand jetzt, wie es gemacht wird. Also ungefähr 1 Cent plus 5 Cent macht ungefähr 6 Cent, die Sie bei Einspeisung die Kilowattstunden bekommen. Hier nochmal so eine Kurzfahrt auf der EX, die war früher, in den letzten 5 Jahren, deutliche Steigerung, dann hat man einen starken Abbruch, hier Wirtschaftskrise, ne? Und ja, jetzt dümpeln wir hier so rum bei 4,8 Cent, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Irgendwie so eine Größenordnung, die meine. Jetzt kommen wir zum spannendsten Aspekt. Meine Anlage produziert Strom, warum soll ich für 6 Cent einspeisen, wenn ich den Strom mal selber nutzen kann? Wenn ich den Strom selber nutze, was bezahle ich, wenn ich Strom von außen beziehe? Ich habe mal gesagt 18 Cent netto. Ein Industrieller wird ein bisschen weniger bezahlen, am Haushaltskunde wird schon deutlich über 20 liegen. Ungefähr so 18 Cent könnte ich mir da ersparen. 6 Cent bei der Einspeisung, 18 Cent, wenn ich selber spare. Das ist der spannendste Punkt für Anlagen nach KWK-Gesetz. In Klammern mal gesetzt, weil viele, ich sag mal, renommierte Rechenprogramme und manche Anbieter verwerten es auch falsch. Stromsteuerbefreiung wird extra mal als Vergütung ausgewiesen. Das ist so nicht wichtig. Wenn ich den Strom selber verwende und keine Stromsteuer bezahlt habe, bekomme ich sie auch nicht erstattet. Was aber trotzdem wichtig ist, bis jetzt, den Strom, den ich selber erzeuge, muss ich nicht besteuern. Ne? Könnte ja auch sein. Und auch die EEG-Umlage. Wenn ich den Strom selber verwende, muss ich keine EEG-Umlage zahlen. Also den Strom, den ich selber nutze, kommen nicht die ganzen Kosten darauf zu, wie ich den Strom habe, den ich aus dem Netz beziehe. Achtung, halt, wo ist er hin? Okay, da ist jetzt was an der Folie kaputt. Oder kommt vielleicht wieder. Wichtig, wenn Sie Strom an Dritte verkaufen, dann wird die EEG-Umlage fällig. Also, ich selber lande, ich habe zum Beispiel ein Hotel, ich stelle mir wieder KW hin, nutze den Strom selber, erzeuge den Strom sehr günstig, alles gut, da passiert gar nichts. Wenn ich sage, ich bin gerade in Klammerkasse, kommt ein Kontraktor rein, der mir das BRKW hinstellt und der erzeugt Wärme und Strom für mich, wird derjenige plötzlich EEG-Umlagepflichtig. Ist ein wichtiges Thema, ich denke, da haben wir heute noch, auch noch Vorträge im Nachmittag, ne, zu dem Thema, heute nicht. Aber gut, da findet man im BRKW-Forum auch genug Informationen. Da gibt es passende Modelle, wie man das lösen kann. Es gibt auch GbR-Modelle in dem Bereich Wohnungswirtschaft, wie man das halt anders machen kann. Wichtig ist, wer wirtschaftlicher Betreiber ist, aber trotzdem ein Punkt, der zu beachten ist. So, jetzt habe ich die ganzen Faktoren im Prinzip schon zusammen. Leasing, bei Leasing bin ich wirtschaftlicher Betreiber, dann ist das kein Problem. Ja, und der geleast hat? Nee, nee. Der Leaser, also derjenige, der es least, sag mal, ist der wirtschaftliche Betreiber, dann haben wir es auch kein Problem. So, jetzt haben wir die einzelnen Punkte mal nochmal zusammen. Also, wir haben Ausnahmen, hatten wir Brennstoff und Wartung, ne, ungefähr 8 Cent. 8 Cent Stromerzeugungskosten. Und Einnahmen, naja, ich bekomme die Energiesteuererstattung, ich bekomme den KWK-Zuschlag, das bekomme ich ja für jede Kilowattstunde. Und dann habe ich halt die Auswahl, speise ich ins Netz ein, kommen halt 6 Cent dazu, in Summe ungefähr 13 Cent, das ist ja schon mal 5 Cent mehr, ne, als ich Stromproduktionskosten hatte. Oder ich nutze sie selber, 18 Cent, dann liegen wir bei 25 Cent. Das sind dann gleich 17 Cent mehr, die ich habe als Stromerzeugungskosten. Betrachtung ohne Kapitalkosten, aber man sieht, es ist hochprofitabel, wenn ich den Strom selber nutze, elementar wichtig. Anlagen nach KWK-Gesetz, Strom selber nutzen, sehr wirtschaftlich. Einspeisung hingegen unter berücksichtigten Kapitalkosten wahrscheinlich nicht. Hier mal ein Beispiel für ein Hotel. Denkmalschutzgeschütztes Objekt ist auch so ein Vorteil. Denkmalschutz kann man ja oftmals manche andere Maßnahmen nicht machen, so wie zum Beispiel die Isolierglasfenster, Dämmung draußen ran.
also der KW meistens genau sehr, sehr günstig. Mit 25 Zimmer, hat denkmalgeschützt, relativ hohe Energieverbrauchswerte. Bisher netto Gesamtkosten 27.000 Euro. Mit BHKW nur 19.000, sparen wir 7.800 Euro ein im Jahr. CO2-Reduzierung ca. 26 Tonnen und eine Amortisationszeit 5,8 Jahre. Ich sag mal, Leistungsklasse 15 kW, so zwischen 4 und 6 Jahre ist da so ein typischer Wert, oder sagen wir zwischen 15 und 50 kW Anlagen wäre ein typischer Wert, so 4 bis 6 Jahre Amortisation. Typisch, muss nicht immer funktionieren, ein typischer Wert. Aufwand hier, wie man sieht, Gaskosten sind gestiegen, typisch, wir brauchen mehr Brennstoff, aber die Stromkosten, die sind halt deutlich gesunken. Mit den anderen Vorteilen, Energiesteuererstattung, KWK-Zuschlag, ist ein Bestandsobjekt, 5,11 Cent bekommt ihr. Und ein bisschen Stromanspeisung sieht man halt, wie sich die Kosten zusammensetzen. 7.800 Euro bei einer Investition von knapp 45.000, also liegen wir da so bei 5,8 Jahren. Ist okay, ja, die Anlage läuft sogar ein bisschen besser als gedacht, aber das ist ungefähr die Größenordnung, mit der zu rechnen wäre in dieser Leistungsklasse. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, muss man strikt trennen. Ich kann auch eine Anlage nach EEG betreiben. Hier wird es ein bisschen kompliziert. Ich bekomme feste Vergütungssätze, feste, also einen Betrag für 20 Jahre. Klingt ja erstmal nicht schlecht, habe ein bisschen Sicherheit, aber daran denken, ihr bekommt eine feste Vergütung und die Brennstoffpreise, die werden wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht fest sein. Da könnte man vielleicht eher mit steigenden Preisen rechnen. Das heißt, das Delta wird ein bisschen. Könnte ein bisschen eng werden für die Zukunft. Wie hoch ist die Vergütung? Das kommt nicht nur auf die Anlagengröße oder sonst was drauf an, es kommt darauf an, wo bekomme ich mein Gas her. Klar, so eine große Biogasanlage ist klar, da bekomme ich Gas her. Wenn wir in Innenstadtbereichen sind, da werde ich wahrscheinlich Bio-Erdgas kaufen. Also zertifiziertes Gas, wo irgendwo die gleiche Energiemenge eingespeist wurde, Bio-Erdgas. Da kommt es darauf an, aus welcher Anlage kommt das, welche Größe hat die, welche Umweltauflagen, wie viel Gülleanteil und so weiter und so fort. Deswegen kann man es nicht sagen, in der Spitze, glaube ich, sind es aktuell knapp 25 Cent. 25 Cent, wenn man eine Volleinspeisung bekommen kann, muss man sich ja wirklich schlau machen, wer ist der Gasanbieter, zu welchem Preis verkauft das hier. Ja, 25,3 Cent aktuell nach EEG 2012. Also es ist nicht so einfach zu sagen, wie viel sie dann wirklich bekommen, also die Größenordnung, die maximal erreichbar ist. Nachteil, Bio-Erdgas kostet ungefähr 8 Cent, hatte ich gesagt, 8 Cent, wenn Sie dann direkt Lieferanten finden. Mehrkosten Brennstoff, 8 Cent, also wenn ich jetzt ein Teil, also ich brauche drei Teile Gas, um einen Teil Strom zu erzeugen. Das heißt, im Vergleich zu Erdgas, wir vergleichen es ja noch mit Gaskessel, ne, hat man schon gesagt, habe ich 2 mal 8 minus 5, also 2 mal 3 Cent, 6 Cent mehr Kosten. Und mit der Wärme wird ja auch teurer. Das sind also mehr Kosten, ich hätte mehr Kosten und Erlöse rüber zum Strom geschoben. Ich habe also mehr Kosten. Also die Stromgestehung kostet mich jetzt auf einmal 17 Cent, wenn ich das mit einer Gasgleise vergleiche. Ne? Bei der Kabine KWK waren wir bei 8 Cent. Einnahmen, Energiesteuer, 1,65 Cent bekommen wir auch. Und Stromverkauf im letzten Jahr natürlich deutlich höher ist als beim KWK, Summe 27. Hier haben wir jetzt bloß eine Differenz von 10 Cent. Also Strom Eigennutz nach KWK-Gesetz ist deutlich lukrativer als EEG, aber ist trotzdem nicht unmöglich. Ist trotzdem nicht unmöglich. Weil in diesem Beispiel ähnliche Anlagengröße hier für Mehrfamilienhaus nur noch 2.500 Euro Ersparnis. Aber Vorteil muss man sagen bei EEG-Anlagen, ich bekomme natürlich diese Einspeisung, also diese Vergütung bei Einspeisung im Netz. Bei Objekten, die keinen Strombedarf haben oder wo zum Beispiel kompliziert ist, wo in Eigentümergemeinschaft, wo man sich nicht einigen kann, kann man den Stromobjekt verkaufen oder nicht. Da wäre es durchaus eine interessante Variante, wo man sagt, okay, es ist einfach zu handhaben, Volleinspeisung ins Netz ist einfach nur so administrativ viel leichter. Die Ersparnis ist geringer. Dann nochmal zwei weitere Beispiele. Einmal Nano-BHKW, also wie gesagt, da gibt es zwei Beispiele, Leistungsklasse 15, 20, 30 kW. Einmal ein Beispiel mit Nano-BHKW, also können wir mal zurückgehen. Das ist ein Mehrfamilienhaus mit der Praxis, Betrieb nach KWK-Gesetz. Bisherige Energiekosten Strom 1.300 Euro und Gaskosten 2.400. Das ist sicherlich ein Wert, den können viele Einfamilienhausbesitzer nachvollziehen. Ne? Man könnte da sicherlich noch ein bisschen dämmen, ein bisschen über Energiesparmaßnahmen nachdenken, aber ich denke mal, das ist eine realistische Größenordnung, die Ihnen bestimmt auch bekannt vorkommen.
Mit einem Stirling Mehr-KW, 1 kW elektrisch, sieht das so aus, dass wir hier keine Vollwartungskosten berücksichtigt haben. Man geht davon aus, dass die Stirling-Maschinen, also die Aussagehersteller, keine Mehrkosten haben im Vergleich zu einer Gastherme. Ob sie das halten im Laufe der Laufzeit, muss man natürlich sehen. Ganz klar, im Fall, wie die anderen Sachen auch, Energiesteuererstattung, Stromeinspeisung, KWK-Zuschlag. Hinterher haben wir also eine Ersparnis von 1.100 Euro. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist nicht so schlecht. Schauen wir uns das an. Mehrkosten im Vergleich zum Thermentausch, also ist ein Thermenwechsel sowieso notwendig gewesen, von ungefähr 9.000 Euro, liegen wir bei einer Amortisationszeit von 8 Jahren. Man muss sagen, kleine Geräte im Familienhausbereich, Amortisationszeit in 8 Jahren viel besser, wenn sie es nicht hinbekommen. Typische Werte liegen sicherlich so bei 8 Jahren, 10 Jahren oder halt gar nicht. Ne? Muss man halt schauen, wenn sich es rechnet, aber 8 bis 10 Jahre könnte man anstreben. Mehr sollte man im Familienhausbereich nicht erwarten. Anders in einer großen Leistungsklasse, hier ein Hotel, ein Standsobjekt in Brandenburg oder 92 Zimmer mit einem ganz dicken Wellnessbereich. Ohne Mehr-KW, naja, 565.000 Energiekosten. Ja, Strom sieht man, ganz dicker Batzen, Gas hätte ich eigentlich noch im Plätzen. Mit Mehr-KW, 350 kW elektrisch, Gaskosten, ja, Gaskosten steigen, Stromkosten sinken deutlich. Vollwartungskosten bei so einer großen Anlage, auch wenn die spezifisch günstig sind, über 30.000 Euro trotzdem schon Gigabatzen. Energiesteuerrückerstattung, Stromeinspeisung passiert auch ein bisschen, KWK-Zuschlag ist auch der alte, ne? Vor der Erhöhung. Jetzt würde die Anlage 3,7 irgendwas bekommen, also deutlich mehr. Die jährlichen Nettogesamtkosten 300.000, man sieht eine jährliche Einsparung von 263.000 Euro, also jetzt wären es schon fast 300. Das sind natürlich so eine Sachen, die machen Spaß. Wenn für viele von Ihnen nicht in Frage kommen, möchte ich Sie trotzdem bringen, erzählen Sie es nochmal Leuten, die da vielleicht in Frage für kommen. Viele Leute wissen das gar nicht. Was da drin ist, CO2-Einsparung, 500.000 Tonnen. Da muss man überlegen, wie viel Aus man damit betreiben kann. Amortisationszeit unter 2 Jahre. Ist in der letzten Klasse absolut typisch. Selbst eine Null ist manchmal möglich, wenn man besondere einfache Einbaubedingungen hat. 0,9 Jahre. Teilweise möglich. Hier 1,9 Jahre. Also, falls Sie mal jemanden kennen mit einer größeren Fabrik, einem großen Hotel, erzählen Sie es mal weiter. Hier ist richtig was zu holen. Viele Leute wissen es immer noch nicht. Investitionen ca. 500.000 Euro. Mehr ist da nicht zu tun. Mehr relativ. Gut, wir haben jetzt ein Beispiel in einer kleinen und in einer größeren Leistungsklasse. Das war jetzt die Wirtschaftlichkeit der Anlage an sich. Es gibt noch andere Sachen, die auch wichtig sein können für die Wirtschaftlichkeit. Wir müssen jetzt zum Beispiel auch die Energieeinsparverordnung einhalten. Energieeinsparverordnung hat im Prinzip zwei wesentliche Punkte. Erstens Transmissionswärmeverlust. Transmission, also das, was hindurch fließt, durch die Gebäude. Ja, wie ist die Fensterantakt, wie ist die Gebäudedämmung. Wichtiger Punkt, der jetzt einzuhalten ist. Und da ja, kann man eigentlich wirklich fast nur machen mit Dämmung der Gebäudehülle. Ein Fenstertausch ist klar. Optimierung, Lüftungsanlage, falls vorhanden. Da kann man die Verluste begrenzen. Oftmals aufwendig, Objekt komplett zu dämmen und auch kostenintensiv. Ich sage nicht, dass es nicht gemacht werden sollte, sollte schon gemacht werden, aber gut, dann hat man oftmals Investoren, die sagen, nö, kommt nicht in Frage, Amortisationszeit in den 20 Jahren ist nicht drin. Eine andere Sache ist Primärenergiefaktor, ist im Prinzip die Ökobilanz der Wärmeerzeugung. Es ist auch ein Unterschied, ob ich mit einem Nachtspeicherofen heize, wo wir gesehen haben, 70% wird erstmal weggeschmissen, bevor bei mir der Strom ankommt, den ich dann im Nachtspeicherofen verbrate. Oder heizt ich mit Holz, der ein ökologischer Brennstoff ist. Also der Primärenergiefaktor ist auch ein wichtiger Part innerhalb der Energieeinsparverordnung. Und hier kann der KW halt mächtig punkten. Primärenergiefaktor in meinen Blockheizkraftwerken liegen so ungefähr Tabellenwert 0,7. Viele haben so zertifiziert 0,4, 0,3 und ein bisschen. Das sind Primärenergiefaktoren von Blockheizkraftwerken. Vergleich, Gaskessel hat 1,1. 0,4, 0,7 im Vergleich zum Gaskessel 1,1. Das heißt, wenn ich nur BKW hinstelle, wird mein Primärenergiebedarf, liegt denn auf einmal bloß noch halb so hoch. Also liegt bloß noch halb so hoch. Das macht den Energieausweis sehr, sehr grün. Weitere Verschärfung eben mit der ENF 2012, die jetzt im Nachgang noch ein bisschen aufgeweicht wurde, aber es ist geplant, das immer weiter zu verschärfen. Der Catch geht nicht an uns vorbei, da werden weitere Verschärfungen kommen.
Es gibt auch noch ein Energiegesetz. Im Neubau ist man verpflichtet, das einzuhalten. Im Altbau können es, achso, machen wir jetzt mal einen Neubau. Da stehen solche Sachen drin, wie viele Solarplatten man sich aufs Dach packen muss, um im Prinzip das EEG-Gesetz zu erfüllen. Es gibt auch Ersatzmaßnahmen, zum Beispiel BRKW, definierte § 7 Absatz 1. Die Pflicht gilt als erfüllt, wenn Verpflichtete den Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50% unmittelbar auf Wärmekopplungsanlagen denken. Bei der typischen Auslegung eines Blockheizkraftwerkes haben wir diese 50% fast immer geschafft. Also der BRKW kann problemlos EEG-Gesetz erfüllen. Das ist eine Maßnahme, was sehr günstig sein kann. Aber da hatten wir auch einen kleinen Zulauf im BRKW-Forum, als wir das im Bestand auch in Baden-Württemberg hatten. Weil dann kam es ja darauf an, ein Bestandsobjekt. Also da geht es auch um Altbau bei der Heizungssanierung. Im Bestandsobjekt. Mit Solarthermie viel zu machen, macht nicht viel Sinn. Ne? Oder Wärmepumpen, Granitboden runter. Wie will man da sinnvoll agieren? Stirling-Therme in der Hand, E-Wärmegesetz erfüllt und echte preiswerte Variante. Wie gesagt, Baden-Württemberg, die Bundesländer können das einführen, Baden-Württemberg ist es schon da, also noch vor der Bundesregelung da. In Berlin war es geplant, wurde jetzt mal wieder zurückgestellt. Manche Sachen in Berlin dauern ja etwas länger. Aber auch andere Bundesländer sind noch nicht so weit. Ich glaube, Hamburg steht vor einer Einführung, NRW ist dran. Bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, welche Bundesländer das schon eingeführt haben. Es ist abzusehen, dass die Bundesländer nachziehen werden. Manche werden vielleicht noch ein Jahr bauen, andere vielleicht drei Jahre, manche vielleicht noch fünf. EEG-Gesetz im Altbau wird aber auch auf andere Bundesländer kommen. BRKW haben sehr geringe Emissionsfaktoren. Das ist eigentlich generell davon auszugehen, egal welche Landesregierung welche Regierung macht, BRKW ganz erfüllen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dann haben wir noch Investitionszuschüsse. Das ist auch ein Erlös, ja, ne? Klar, wir hatten ja für die Kapitalkosten, wenn ich die minimieren kann. Aktuell das Mini-KWK ein Kurzprogramm für Anlagen bis 20 kW. Förderhöhe, also 1,5 gibt es mindestens, maximal bei der großen Anlage 3.500. Muss man auch aufpassen, das sind erhöhte Anforderungen. Mindestpufferspeichergröße, hydraulischer Abgleich, hohe Effizienzpumpen und so weiter und so fort. BAFA haben wir heute, oder war das gestern? Ja. Gestern. Kann man zum Ausdruck, wie es gehandhabt wird. Also man kriegt es durch, man muss gucken, wenn man nur auf die Förderung scharf ist, ob das nicht teurer vielleicht ist als die Maßnahmen, die man machen müsste. Auch für die meisten, dass jetzt hydraulische Abwäsche natürlich sinnvoll sind. Es gibt eine Menge Landesprogramme mit ähnlichem Charakter. Dann meistens bloß nach ab 20 kW kann man zum Beispiel sagen, in Sachsen gibt es eine großartige Förderung bei größeren Anlagen, die stark rumelt, um es mal so zu sagen. NRW macht was, Baden-Württemberg oder auch eine kleine Auswahl in Brandenburg, Ring-Plus-Programm, NRW halt Progress-Programm oder Hamburg, Unternehmen für Ressourcenschutz, was mir persönlich sehr sympathisch ist. Da geht es nämlich um die CO2-Einsparung. Das ist beim BRKW halt sehr extrem hoch. Deswegen sind die Förderhöhen, die es da gibt, auch wirklich gigantisch. Also das ist wirklich eine sehr empfehlenswerte Sache. Also wenn Sie mal in Hamburg kennen, geben Sie mal einen Tipp, BRKW einbauen. Ein anderer wichtiger Punkt. KfW. Wir hatten für die Transmissionswärmepumpen und Primärenergiebedarf. Da sind auch die Kriterien für das KfW-Effizienz raus. Der Primärenergiebedarf ist die etwas wichtigere, muss man so ausdrücken, die etwas wichtigere Anforderung. Man sieht Transmissionswärmeverlust bei 100, also 100% ist ja mal Prozent zum Referenzhaus. Wenn ich einen Primärenergiebedarf habe von 85, wäre es trotzdem ein Effizienzhaus 85, obwohl die Dämmung nicht ganz so gut ist. Also Primärenergiebedarf ist ein bisschen schärfer und damit schaffe ich das eigentlich fast immer, mit dem BRKW eine Effizienzklasse besser zu rutschen. Ich schaffe es fast immer. Also sage ich baue mir ein Haus neu, ich mache die und die Dämmung an und so, ich schaffe es mit meinem KfW 70. Ist okay, stelle ich mir jetzt einfach einen passenden Wärmeerzeuger dazu, der ja meistens schon sehr effizient ist, vielleicht schon ein bisschen Solarthermie, schaffe ich vielleicht Primärenergiebedarf auf 70, Effizienz auf 70. Lass ich den Kreml weg und mache stattdessen BRKW rein. Durch den niedrigen Primärenergiebedarf schaffe ich meistens spielen die KfW 55. Rutsche ich eine Stufe besser, 70 zu 55, würde ich diesen Sprung hier machen. Bin ich nicht mehr Effizienz aus 70, Effizienz aus 55. Das ist ganz interessant, weil hier gibt es nicht nur günstige Darlehen, sondern auch einen Tilgungszuschuss. Schauen wir mal, naja, 70
zu 55 in dem Beispiel, gibt es einen höheren Tilgungszuschuss von 5%. Nicht auf das BRKW, auf die Gesamtmaßnahme. 5% mehr Zuschuss auf die Gesamtmaßnahme. Wir haben uns getroffen, meistens haben manche Architekten schon mit architektonischen Sachen hausiert, weil die da in Summe pro Wohneinheit Flächen ausgeschöpft wurde. Wenn das noch nicht wurde, können Sie mit dem BRKW, also das, wir hatten dann neulich erst ein Projekt, eine Neubau, 2 Millionen. 2 Millionen mit 5% mehr Zinszuschuss bekommen, dann interessieren mich doch die Kosten des BRKWs nicht mehr. Ne? 5% ist richtig viel. Wirkt sich natürlich auch bei energieeffizient sanieren aus, hier eben 2,5% pro Stufe, die man halt besser beschafft. Oder auch Investitionszuschuss, wenn man nur energieeffizient sanieren macht, die Einzelmaßnahmen. Mhm. Wichtige Kriterien. Ne? Da reden wir über 1.500 KWK-Impulsprogramm. Hier wäre deutlich mehr zu holen. Ne? Entschuldigung. Ja, KfW-Fördermöglichkeiten, da gibt es eine ganze Menge, ein paar Programme man genannt. Energieeffizienzprogramm, also für Unternehmen, Energieeffizienzprogramm, Energiewende, die ändern sich auch sehr häufig. Ich habe jetzt gestern nicht mehr nachgeschaut, aber das war so Stand vor 3 Wochen. Umweltprogramm für Kommunen gibt es auch eine ganze Menge, wird meistens nicht so stark in Anspruch genommen. Also, falls Sie jemanden kennen, kommunale Vertreter, man sollte mal ein bisschen schauen, was es da für Kommunen gibt. Da wird sehr, sehr viel gemacht seitens KfW. Zinsen 0,1%, also auch wenn die Kommune klar ist, 0,1%, das sollte man stemmen können, weil man ja auch Energiekosten spart. Energetische Gebäudesanierung, kommunale Unternehmen oder halt auch energieeffizient sanieren für Kommunen. Wichtige Programme in der KfW, wo BRKW sehr, sehr viel leisten kann. Gut, jetzt kommen wir mal zum dritten Punkt, technische Aspekte. Werde ich bewusst kurz halten, wie gesagt, in die Details kommen wir nicht groß rein. Ein paar Worte zur Auslegung und ein paar Worte zur technischen Einbindung. Dimensionierung, Auslegung hat nach Wärme- und Strombedarf zu erfolgen. Da ist es, wie wir es davon hatten, Energieberater und Planer, den Strom, den haben die nicht im Kopf. Das haben die sehr häufig nicht drin, wenn die sich schon mit BRKW beschäftigt haben. Heizkessel, die haben im Objekt 100 kW Heizlast und müssen 100 kW Heizkessel rein. Ne? Typisch. Wie mache ich es mit dem BRKW? Da muss man aufpassen. Viele Akteure im Markt, insbesondere unsere Akteure, die haben kein Gefühl dafür, wie ist die richtige Auslegung. Selbst wenn es wärmeseitig passt, passt dann der Strombedarf zum Objekt. Rechnet sich noch. Es ist nicht einfach. Erster Punkt, Unterdimensionierung BRKW. Hier mein typischer Objektverlauf. Das ist der kälteste Tag des Jahres. Das ist der wärmste Tag im Jahr mit dem wenigsten Wasserbedarf. Ne? Im Winter, kälteste Tag im Jahr, haben wir halt sehr hohe Heizlast. Im Sommer, hier ist dann unser besonderer Wasserbedarf, fällt es ab. BRKW wird unterdimensioniert. BRKW sollte nur einen Teil der Heizlast ausmachen, weil eine typische Heizung läuft bis 2000 Stunden im Jahr. Dann ist sie schon sehr gut dimensioniert, meistens weniger. Wir wollen den Strom günstig erzeugen, möchten wir auch selber nutzen. Der hat 8700 Stunden. Wenn die Anlage bis 2000 Stunden läuft, habe ich davon nicht. Also unterdimensionieren, damit die Anlage lange läuft. Hier ungefähr so 6500 Stunden. Die Auslegung ist von vielen Faktoren abhängig. Klimazonen hat man von draußen im Flurgespräch. Der Dresdner Eiskeller hat natürlich ganz anderes Wärmeverhalten als die Nordseeinsel. Nordseeinsel muss fast immer heizen. Dresden, die müssen sehr stark im Winter heizen. Im Sommer haben die sehr lange Warmperioden. Wir brauchen eine exakte Planung, entsprechende Tools, ein paar Faustformeln. Nur Faustformeln zur groben Abschätzung. BRKW-Größe, thermische Leistung könnte man ermitteln, ungefähr Jahreswärmebedarf in Kilowattstunden durch 6000 Stunden. Das ist eine ganz grobe Faustformel. Damit erhält man in vielen typischen Objekten so eine Laufzeit von ungefähr 5000 Stunden, was man als gesunde BRKW-Größe empfindet. Wichtig, grobe Abschätzung. Eine andere häufig verwendete Variante ist anhand der Heizleistung, dass man sagt, so 10-30% der Heizlast, BRKW-Größe, thermische Größe, ist so die passende Größe. Ist mir fast, also das stimmt schon, ist mir fast ein bisschen unlieb, weil meistens die Heizlasten viel zu groß berechnet wurden. Deswegen ist mir eigentlich die andere Variante im Standardobjekt schon ein bisschen lieber. Also von der realen Heizlast. Reduzierung der Mittelleistung bei keinem oder geringem Warmwasserbedarf. Ne? Warmwasserbedarf ist gut, Laufzeit im Sommer. Wenn ich keinen habe oder gering, dann muss ich es halt kleiner dimensionieren. Oder schlechter Gebäudewinde. Erhöhung gegebenenfalls Prozesswärmebedarf. Habe ich da hinten einen Schwimmbad dran, kann ich die Wärme- und Kältemaschine nutzen
oder habe ich eine Sonnenlandschaft, da muss man machen. Aber immer die elektrische Grundlast beachten. Das war wärmemäßig passt das, dann kann man den Strom nicht brauchen. Ich sage mal, eine Gärtnerei, da habe ich da eine Zitrone gehandelt. Elektrische Grundlast beachten, weil wir möchten den erzeugten Strom größtenteils auch selber nutzen. Hier ist mal so ein typischer Lastverlauf und hier sieht man halt Einspeisung ins Netz. Der LKW läuft, hier wird ins Netz eingespeist, weil ich zu viel habe, brauche nicht so viel Strom. Und hier beziehe ich halt Zusatzstrom, weil wir in der Regel Netzparallel beziehungsweise haben. Also wir haben weiterhin die sichere Versorgung durchs Netz. Überschüsse können wir einspeisen und wenn wir halt mehr Strom brauchen, dann beziehen wir es raus. Also machen Sie sich keine Sorgen. Die Anlage geht nicht kaputt oder fängt an zu flackern. Sie hängen weiter am öffentlichen Netz, haben weiterhin volle Sicherheit. Und die Faustformel, nochmal deutlich, sind nicht allgemeingültig. Hier haben wir drei verschiedene Lastwinkel, Hochregallager, die brauchen im Sommer natürlich gar nichts. Eine Saunalandschaft, man mag es nicht glauben, das sind alles reale Lastgänge. Eine Saunalandschaft, ein Traum, die Kiste läuft einfach durch. Oder auch ein Hotel mit sehr hohen Verlusten, die haben sehr, sehr hohen Verlustanteil. Da sieht es schon wieder ganz anders aus. Von der Leistung her, naja, passt es so halbwegs noch, aber ne? Also ist nicht allgemein erfordert. Also exakte Planung ist einfach wichtig. Optimieren kann man die ganze Sache noch, indem man zum Beispiel Pufferspeicher verwenden oder auch Wärme- und Absorptionskältemaschinen nutzen. Modulierende Geräte verlängern die Laufzeit oder wir verkaufen den Strom im Objekt. Wir haben es auch, EEG-Umlage nicht bei Stromverkauf im Objekt. Mal kurz zusammengefasst, wie lässt sich ein BHKW in ein Objekt einbinden? Wir haben einen riesen Vorteil mit dem Blockheizkraftwerk. Wir haben einen typischen Installationsanschluss, Gasanschluss, Stromanschluss, haben wahrscheinlich die meisten Objekte. Problem mit unserer eigenen Bestandsanlagen. Andere Wärmeerzeuger, Solarthermie oder Wärmepumpe haben vielleicht ein Problem, wenn sie am Objekt reinkommen, wo wir 70 Grad Vorlauftemperatur brauchen. BRKW, 70 Grad Vorlauftemperatur, kein Problem. Wir haben auch typische Volumenströme. Ne? Volumenströme können natürlich auch entscheidend sein, wenn sie sehr geringe Temperaturspeisung haben. BRKW, kein Problem. Wir haben geringen Platzbedarf, ich sage mal, kein Konflikt im Wasserrecht, was bei Wärmepumpe zum Beispiel in der Innenstadtbereich durchaus Sorgen machen kann. Und im Idealfall haben wir hier ein Objekt. Und ich stelle einfach bloß BRKW mit Regelpufferspeicher daneben an Bestandstherme und Bestandswarmwasserbereiter. Warum Bestandstherme? Klar, wir decken ja bloß die Grundlast ab, Spitzenlast muss weiterhin aus dem Kessel kommen. Machen wir es halt so. Gut, noch ein paar Sachen zum Aufstellort. Ich denke mal, das sind die Folien, wir sind schon knapp in der Zeit. Die Folien, die wir dann auch online stellen, können Sie mal sehen. Im Prinzip ein paar Sachen so benannt, in einem kleinen Leistungsbereich typischer Heizumgebung. Ne? Also man macht sich da keine großen Sorgen, jetzt mit dem Lärmschutz, man muss schon aufpassen, muss ein Fachwohnraum installieren, wir brauchen eine abgaswerte Einbindung und so weiter und so fort. Heizungstechnische Einbindung, was wichtig ist, hier grundsätzlich wichtig, hier noch wichtiger als im anderen System, hydraulischer Abgleich. So sieht es leider aus. Praxis ist aber, dass wir eigentlich eine Pflicht haben zum hydraulischen Abgleich, da muss man schon mal ein bisschen planen. Immer was von ASUI, was von DC Power. Das ist Stand der Technik. Wenn man einfach was im BRKW anschließt, bekommt man Sorgen. Ne? Wenn da die Rücklauftemperaturen zu hoch schwanken und so weiter und so fort. Und vielleicht noch die letzte Folie, ist jetzt wirklich die letzte, vorletzte, elektrische Einbindung. Es gibt auch häufig nach Notstromanforderungen. Kann man prinzipiell mit BRKW machen, aber Achtung, nicht anhand dieser Auslegung. Ne? Also, wenn es passt, die Notstromanforderung zu der BRKW-Auslegung, kann man sicherlich tun. Wenn es nicht passt, jetzt nicht mehr, kann man größer machen. Und die technischen Normen, die einzuhalten sind, gerade die Netzbetreiber machen einen doch rechtlich das Leben schwer. Teilweise hat man das Gefühl aus Boshaftigkeit, oftmals ist es einfach das Unkenntnis. Das kann gerade bei großen Anlagen sehr viel Arbeit machen, bei kleinen Anlagen kommt man recht gut klar. Praktisch haben wir hier unseren Hausanschluss, hier unsere Verbraucher, die wir so haben. BRKW kommt bloß dazu, hinter dem Hauptzähler versorgt die Verbraucher im Objekt zuerst und nur Überschuss werden eingespeist und beim Minimumbedarf wird als was dazu gezogen. So, jetzt bin ich doch ein bisschen langsamer gewesen als gedacht. Ne? Bin jetzt aber schon am Ende. Vielen Dank. Hier nochmal kurz der Link-Hinweis: die BRKW-Infothek. Viele Informationen, die dann vor allem zu finden sind. Das Forum hat BRKW-Forum, Diskussionsbeitrag. Stellen Sie Ihre Fragen, machen Sie da, ja, wenn Sie Fragen, Anregungen haben, immer her damit. Kontaktdaten zu mir und vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu netzentlaster.de, ein Termin auf idealistisch betriebene Seite. Hier wird im Prinzip gezeigt, in welchen Stunden des Tages die Netzlast besonders hoch oder besonders niedrig ist und wo es günstig wäre, seinen Strom zu verbrauchen. Vielen Dank.